Servus, grüezi und moin moin. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hier spricht Sir LB. Mit dabei ist Darky. Grüßt euch. Und wir haben ihn heute dabei. Die Legende wird erzählt. Herzlich willkommen, Insane. Hallo, schön, dass ich bei euch sein kann. Freue mich total, endlich mal hier bei euch für War of States im Podcast mitzumischen und ja, euch Dinge zu erzählen, die ihr schon lange nicht wissen wolltet. Selfie. Ja, wir freuen uns tatsächlich drauf. Wir werden heute hoffentlich Aufklärung bekommen über The Legend of Tara, so will ich das mal nennen. Aber dazu lass uns mal später kommen. Erzähl was von dir. Stell dich vor. Wo kommst du her? Wo spielst du? Und warum überhaupt? Ja, also ich bin Insane, wirklich langjähriger Spieler bei der ehemaligen Bundesliga und jetzt viel schöner, wie es heißt, War of States. Bin ich seit Anbeginn mit dabei und spiele für das sensationelle Team Spätzle mit Sohns. Und ja, gegentechnisch bewege ich mich bei der Rebellion X, spiele da seit einiger Zeit schon, vorher einige Stationen durchlaufen von The Last of Us, vorher eine ganz kleine eigene Geschichte gehabt, die damals auch recht groß und erfolgreich war, das Safer Suit Ü30, wer es noch kennt. Und ja, habe immer Spaß dran, bin in allen Moody von Game gerne mit dabei und freue mich auch über spannende Aufgaben wie den Dump der Woche. Das begeistert mich ja jedes Mal wieder. Ja, das ist erstmal so viel zu mir. Spitzname könnt ihr noch haben. Durch einen netten Zufall kam neben Insane auch das Insane. Ah, dazu könnte euch die junge Dame der letzten Woche mehr erzählen, die Susi. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Selby, weg. Hast du noch nicht. Jetzt warst du ein bisschen abgehakt. Sir LB war das? Und was war die Frage an mich? Ja, welche Antworten brauchst du noch von mir? Ach so. Ach, wir können ja so viel machen. Ne? Also, Darky, wollen wir mal mit ihm über das Team Spätzle reden? Oder wollen wir sofort? Nee, Terra machen wir zum Schluss. Ne? Wir gehen jetzt erstmal in das Team Spätzle rein. Erstmal die Hauptpunkte abarbeiten, denke ich, oder? Wie denkst du? Ja, fangen wir mit dem Team Spätzle an. Ne? Aber lass uns über die Ergebnisse reden. Das bekannte Mittelfeld. Wolltest du was dazu sagen, oder? Ja, ich muss ehrlich gestehen, also diese Saison ist ja irgendwie für uns Baden-Württemberger nicht die stärkste Saison. Das bin ich auch anders gewohnt. Gerade das, was ich früher Champions League geschimpft hat und jetzt Kingdom War heißt, wenn ich richtig liege, da sind wir ja eigentlich von der Sonne verwöhnt. Und ja, das läuft in dieser Saison noch nicht ganz so flüssig. Ja. Da geht ein Gruß an Crow raus, holen wir die Peitsche raus und peitschen uns mal wieder mehr zum Erfolg hier. Sir, oder Darky, wie siehst du das? Stimmt natürlich. Die Baden-Württemberger waren natürlich immer Bayernjäger Nummer 1. Ne? Und das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Jetzt eigentlich fast in der Bedeutungslosigkeit der Liga verschwunden. Also so im Mittelfeld. Nicht so schlimm wie NRW, muss man sagen. Autsch. Aber was? Autsch. Schlimmer geht's kaum noch, ja, das ist wohl wahr, ja. Aber gut, einer muss ja immer letzter sein, ne? Das kann man nicht anders sagen, oder? Wir tragen, so? wir tragen die rote Laterne schon mit Stolz. Macht euch keine Sorgen drum. Ne? Also letzter ist ja auch etwas, wer sich umdreht, sieht uns als erstes. Sah wirklich nicht so gut aus für uns. Ich meine, ich hatte ein bisschen Hoffnung. Wir haben gegen Rheinland-Pfalz-Saarland gespielt, aber diese wackeren Heldner, das ist ja auch eine kleine reduzierte Truppe, die schlagen sich echt also sehr, sehr gut. Haben bei uns beide, also War of States und Survival War gewonnen. Ja, in Kingdom War haben wir ja fast wieder nur unentschieden. Da hat nur das, wie habe ich es geschrieben, schwer verständliche Team aus Sachsen und Sachsen-Anhalt einen Sieg eingefahren. Wie habt ihr das denn gekriegt, Darky? Mit purer Magie, würde ich es mal nennen. Nein, Quatsch, keine Ahnung. Das ist echt eine gute Frage und ja, ich finde einfach Rheinland-Pfalz, Saarland, die haben ja auch nicht mal ein Dump der Woche Video geschickt, diese letzte Woche. Also, falls ihr euch gewundert habt, was das immer im Spielbericht bedeutet, diese blauen Markierungen, das sind die Teams, die Sonderpunkte erhalten haben. Und da war wirklich Rheinland-Pfalz die einzigen
Also Rheinland-Pfalz, Saarland, nicht, dass ich wieder von Saarland einer auf den Deckel kriege, die kein Dump der Woche Video drinne hatten. Das muss man trotzdem sagen, dafür hat es trotzdem noch gegen NRW für einen Unentschieden gereicht. Aber soll jetzt auch mal ein bisschen Mut an die Rheinland-Pfälzer und Saarländer sein, nächste Woche oder jetzt diese Woche zur neuen HF dann vielleicht auch mal ein schönes Dump der Woche Video einsenden. Dann habt ihr 3 Punkte vielleicht doch mal im Sack für den Kingdom War. Ich wollte gerade sagen, da Rheinland-Pfalz-Saarland. Wäre ein Dump der Woche Video da gewesen, dann hätten die wahrscheinlich gewonnen, oder sehe ich das falsch? Die hätten das gewonnen. Ist korrekt. Ich finde es gut, dass ihr es nicht eingereicht habt. Nordrhein-Westfalen dankt euch, so haben wir immerhin ein Unentschieden im Kingdom War sichern können. Wie waren denn eure Erfahrungen? Ich meine, wir haben alle 3, glaube ich, ein Video hochgeladen. Wir hatten ja Maggie Rhee als Dump. War nicht so verkehrt, oder? Also war spielbar, ja. Ohne Fackel fand ich schwierig, also nicht spielbar, aber mit der Guild War Harrier, die dann doch auch unterbrechen kann im besten Fall, wobei ich habe es gar nicht mit der Guild War Harrier gespielt, ich habe das mit diesem älteren Guild War Gewehr mit Unterbrecher drin gespielt, um eben die CW Walker zu stoppen. Das war gut, also ich habe es auf dem 2. Versuch geschafft, ja. Und nicht mit 3 Kisten, ja. Genau, André, du alter Glückspilz. Ey, es hat mich 4 Versuche gekostet, ja. Alle anderen 3 Versuche habe ich auch auf Video nur nicht hochgeladen. Ich wollte das schnellste Video liefern, habe ich geschafft. Für euch da draußen zur Information. Ja, ich werde heute Abend mein Video noch posten, das ich hochgeladen habe. Ich kann auch die anderen gerne da noch posten. Ich habe mir tatsächlich eins ausgesucht, wo die ersten 3 Kisten unten rechts sofort mich haben ins Ziel rennen lassen. Das war natürlich hervorragend. Ich war der Schnellste, aber ich habe nicht die meisten Punkte. So, das weiß ich. Wobei, das wissen wir ja auch, haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt, Darky und ich sind ja aus der Spieler der Saisonbewertung sowieso raus, deshalb überhaupt kein Ding. Wir machen das gut schön. Ja, schön, dass ihr es trotzdem spielt. Ja, also auch wenn am Ende die Krone natürlich auf meinen Kopf gehört, das ist ja schon klar, aber finde ich gut, dass ihr das trotzdem sportlich seht und euer Team das supportet. Chapeau. Ja. Das geht raus an die Gemeinschaft. Nein, gehört sie ihm noch nicht. Der hat sich hier nicht eingekauft, der hat uns nicht bezahlt. Wir bewerten immer noch fair. So. Genau, die Bonuspunkte kriegst du dann nächste Woche drauf, ne? Wie immer. Ja, sehr komm, gut. Lass uns auch über die Survival War reden. Lass uns über unsere Rookies reden. Darky, das geht raus an dich. Das ist immer so dein Part. Du hast da den Überblick, du machst die Statistik. Wie sah es diesmal aus? Es war wieder spannend. Dieses Mal hat Rheinland-Pfalz-Saarland 50 Punkte eingesackt. Der kleine Account von unserem Stonehand, der ja auch Teamleader ist, hat die 50 Punkte eingesackt und German Slashers von den Spätzle mit Soup. Den Spätzle mit Soup. Dos natürlich, bitte. Hat nochmal 30 Punkte mitgenommen und dann gingen nochmal 15 Punkte an Hessen und Thüringen. Und das hat eigentlich nicht wirklich was irgendjemandem gebracht. Also keines der 3 Teams hat dadurch gewonnen oder verloren oder mehr gewonnen. Also Rheinland-Pfalz hat zwar gewonnen, aber die Punkte waren jetzt nicht ausschlaggebend. Und Saarland. Aber ich finde es gut. Ich mein, die Prozentsätze waren zwar diesmal nicht so hoch, aber hey, wir haben da echt Steigerungen um 25%. Also das lässt sich schon gut ansehen. Also gefällt mir sehr, was man... Ne, 26 sogar, Entschuldigung. Stonehead Junior hat 26,8% Zuwachs gemacht. Lässt sich an. Ich habe eine Geschichte für euch. Ich habe jetzt eine Story für euch. Schön zu sehen, sowas. Ich habe Breaking News. Die Gemeinschaft, also alle, die uns zuhören, alle, die es ja lesen nicht, weil es wird nicht geschrieben, aber zumindest alle, die jetzt zuhören, bekommen endlich erklärt, was es auf sich hat. Mit der Liebe,
zwischen Insane und Terror. Er wird es uns erklären. In vielen einfachen Worten wird er uns jetzt The Legend of Tara erklären. Insane, the floor is yours. Ja, das ist eine Geschichte, die hat natürlich schon vor vielen, vielen Jahren begonnen. Ja. Ihr habt das eingangs ja schon alle gehört. Ich spiele dieses Spiel wirklich seit Anbeginn mit. Und ja, habe natürlich dadurch noch die Zeiten erlebt, wo es ganz ohne Helden war. Ja, das heißt, du hattest nur normale Survivor. Und dann hat NG irgendwann den Geniestreich gestartet, Helden einzuführen. Und es begann mit Jäger Daryl, der auch diese Woche tatsächlich unser Star-Hero ist. Ja, für die meisten eher nutzlos. Aber ja, es wurde Terra angekündigt. Und Terra finde ich in der Serie schon echt sensationell. Die hat einen guten Humor, toller Charakter und auch in der Serie ja schon viel mit Heilen beschäftigt. Und NG hat den Geniestreich gewagt zu sagen, wir führen eine Heilerin ein. Und das ist eine Sache, die fand ich fantastisch. Eine Heilerin, endlich im Spiel. Das heißt, ich kann mich treffen lassen und habe es sensationell einfach, mir über Aufladeangriffe wieder so hoch zu pushen, dass ich mit 3 Sternen aus der Mission rausgehen kann. Und dann war der große Tag da und Terra kam und ich habe alles dran gesetzt, sie so schnell wie möglich freizuschalten. Das war damals häufig über Staffelmissionen machbar und habe mir die Finger blutig gespielt und sie toll ausgerüstet und musste feststellen, das ist eine absolute Katastrophe. Du kannst zwar deine Spieler wieder hochheilen und auf die Ziellinie gekommen, aber damals war wirklich einmal gelb, hat schon gereicht. Ja, du konntest nicht mehr auf grün hochheilen und zack, nur noch 2 Sterne. Ja, das haben sie irgendwann geändert, aber da war der Topf schon im Brunnen verschwunden. Also der war für mich kein Land mehr zu gewinnen und es hat nicht lange gedauert. Ich habe damals NG sogar im Support genervt und gesagt, das kann so nicht stimmen. Ihr habt da einen Fehler gemacht. Die ist kaputt. Ja? Die ist verbuggt und so. Und NG bestätigte mir, nein, die ist genauso geplant. Und dann war ich echt zutiefst enttäuscht. Und habe dann am 19. Oktober im Jahr 2017 das erste Mal den Hashtag TerrorSucks gepostet. Ich bleibe gerne meinen Prinzipien treu und das immer wieder gepostet und habe so die, ja, ich würde nicht unbedingt sagen traurige Bekanntheit, sondern die sensationelle Bekanntheit erreicht als absoluter Terror-Liebhaber, der bei jeder Gelegenheit, wenn dieser Name fällt, kommentiert mit entweder bösen Bildchen oder eben auch nur mit dem schnellen Hashtag TerrorSucks. Und inzwischen ist es gang und gäbe, dass am 19. Oktober von mir zelebriert wird in allen Chats, die ich so in die Finger kriege, den TerrorSucks-Tag. Und den werde ich auch demnächst wirklich einreichen lassen, dass das ein bundesweit anerkannter Feiertag wird. Und ich finde, das haben wir verdient. Und so viel zu der traurigen Geschichte über Insane und Terror. Eine Legende. Darky, hast du das erwartet? Das ist durchaus verständlich, weil gerade jetzt wäre Terror ja eigentlich gar nicht so unnütz, wenn sie vom roten in den gelben bzw. grünen Bereich wieder heilen würde. Ne? Dann wäre sie vielleicht gar nicht so scheiße, wie sie jetzt so ist, auf Deutsch gesagt. Ja, aber die ist so scheiße. Wie bitte? Ja, aber die ist so scheiße. Also ich spiele gar nicht mit Terror. Also ich spiele gar nicht mit Terror, mich müsst ihr da nicht fragen. Terra ist genau wie Daryl für mich ein Kellerkind, wie ich ein Staube, wenn ich sie mal rausholen muss. Ansonsten können die sich im Keller weiter vergnügen. Aber ich kann Insane so ein bisschen verstehen. Für mich bedeutet das nur das, was uns allen immer bekannt ist. Ne? Das Internet vergisst nie. Wer einmal ein Hashtag macht, der behält ihn sein Leben lang. Hashtag TerrorSucks. Schöne Geschichte. Wir danken dir dafür. Wann ja, ist dein... sehr gerne. Terra ist ja auch irgendwann bei uns Dump der Woche. Ich bin gespannt, wie du damit umgehen wirst. Ob du da die ganze Woche deinen Namen ändern wirst in TerrorSucks oder so. Ich lass mich überraschen. Das gab es ja schon mal auch in der Bundesliga. Gab es schon einmal eine Woche, wo es extra Punkte gab, wenn du eine Mission mit Terror gespielt hast. Ja, ich erinnere mich. Das war damals auch mit Videoeinreichungen. Ich erinnere mich dran. Ja. Und da habe ich natürlich teilgenommen. Da war ich noch nicht. Aber das war, also früher Bundesliga, das war schon mal Aufgabe und eine Challenge lasse ich mir ungern entgehen. Ja, ja, mal sehen.
Mal sehen, wie es bei uns nächste Woche ausschaut. Nächste Woche haben wir, ich habe den Unglückskrieger Jerry genannt, ne? Den haben wir jetzt nächste Woche dabei. Das wird echt eine, ich weiß noch nicht, gute Kombo. Wir spielen ja Nigen gegen alle. Ne, wie heißt das? Aufstand gegen Nigen. So heißt ja die HF diesmal. Und wir haben ja Daryl dabei und Jerry. Darky, wie viele Videos können wir von dir erwarten? Wie viel wirst du uns erklären? Im besten Fall wieder alle Missionen, wobei ich da jetzt, es gab da immer noch so ein paar Tipps und Tricks, wo man Spawn zustellen könnte, aber die habe ich jetzt gar nicht mehr so auf Lager, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, Mission 80 ist die Wohnwagen-Mission. Habt ihr schon gespielt, die HF? Nein, ich habe heute. Ja, und die finde ich jetzt schon gar nicht ohne. Nein, der Vorteil ist, dass Jerry einen Morgenstern halten kann und damit bedeutet, ja, da hat er vielen anderen Dumps schon einen großen Vorteil gegenüber. Ja. Aber viel mehr als halten. Aber viel mehr als halten tut er auch nicht, oder? Ja, das stimmt schon. Ja, wir haben auf jeden Fall interessante Paarungen, wie ihr alle wisst. Es packt sich ja so ein bisschen ein Zweikampf in unserem Wettkampf hier aus. Die Wikinger gegen Bayern, beziehungsweise Bayern gegen die Wikinger. Nur in Kingdom War hat sich noch Sachsen-Anhalt in dieses also in die Spitze mit eingeschlichen und spielt um die Spitze mit. Nächste Woche, ja, Darky und Insane, ihr beiden, ihr dürft euch duellieren, wie ich das richtig sehe. Ihr beiden spielt, also eure beiden Teams spielen gegeneinander. Ich drücke. Ja, dann wird das relativ klar, Darky. Tut mir leid für euch. Ja, das heißt. Ihr nicht. Was ist relativ klar? Team Spätzle mit Soße noch mehr im Niemandsland oder? Hallo, natürlich werden die Spätzle mit Soße das rocken, ne? Überhaupt keine Frage. Also, ich bin, gib's jetzt zu, ne? Meine lieben Freunde aus Berlin-Brandenburg, es tut mir leid. Ich hoffe auf einen Sieg gegen euch, damit wir an Baden-Württemberg ranschleichen können mit 3 Punkten und die rote Laterne an euch übergeben. Ich wollte nur gerade mal sagen, du hast gerade Team Sachsen unterschlagen in deiner Teambenennung. Oh. Ich bin jetzt sehr traurig. Hm. Schön, ne? Ich werde nicht. Ihr seid emotional ziemlich aufgewühlt, ich merke das schon. Ich kann meine Worte gerade nicht fassen. Also ich kann sie nicht zusammen. Was? Ich laber jetzt gerade. Ich bin emotional berührt, tatsächlich. Es tut mir leid, Sachsen, wenn ich euch verpasst habe, wenn ich euch jetzt gerade nicht erwähnt habe. Darky, du erfüllst so sehr alle Klischees aus Sachsen. Wir können es nicht vergessen. Es ist immer tief in unserem Herzen. Das war so schön, ich muss gleich kotzen. Das Schönste, was du heute gehört hast, oder? Wie geht's euch da damit, dass das Spiel verkauft wurde? Was sagt ihr zu dem Verkauf von No Man's Land an, wie heißen sie gleich? Deka. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Wie geht's euch damit? Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich bin ehrlich, rein wirtschaftlich betrachtet kann mir kein Unternehmen sagen, egal in welcher Kooperation die jetzt sind, ein gewinnbringendes Spiel gebe ich nicht ab. Solange ich eine Kuh noch melken kann, lasse ich sie auf der Weide. Unsere Kuh wechselt jetzt die Weide und ich hoffe, dass wir sie da weiterhin melken können, dass wir weiterhin, ich sag mal, gut gefüttert werden in diesem Spiel. Das Ding ist halt, die Geschichte ist erzählt. Die Staffeln sind beendet und auf Spin-Offs warten. Ich weiß nicht, ob das dem Spiel so gut tut. Wo wollen wir hin? Was ist das Nächste? Das ist die Frage. Und Darky wird jetzt gleich mit Sicherheit noch einen Punkt zur Programmierung bringen. Deshalb spiele ich den Ball mal an dich weiter, Darky. Was hältst du von der ganzen Sache? Ich hatte schon vor uns mal mit Insane kurz gequarkt. Ich hoffe einfach, dass sie nicht die Entwicklungsressourcen jetzt mehr haben. Dass sie sich auf irgendwelche Netflix-Spiele werfen wollen, also NG, und einfach die Kapazität nicht mehr haben, TVD, No Man's Land hier noch zu verwalten. Ich meine, da steckt ja trotzdem immer noch ein bisschen Aufwand drin für die Entwickler. Und ja,
es gab ja jetzt auch nicht mehr viele Bugfixes und da hoffe ich, ist jetzt wirklich eher hoffen und glauben statt wissen, dass sie dort das einfach jetzt abgetreten haben, um dort ja, sich für andere Spiele dort Platz zu schaffen. Und DK ist ja eine deutsche Firma, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Und die hat sind schon berühmt, dass sie so kleinere Spiele gekauft haben und ja, dann einfach weitergeführt haben. Ich habe jetzt auch mal geguckt, was die Spiele so für Bewertungen haben. Sah jetzt nicht ganz so schlimm aus, wie vielleicht einige denken. Ich hoffe halt nicht, dass sie das jetzt, das Spiel jetzt zu Grabe tragen im Endeffekt. Weil, ja, einfach ist die Community ja einfach geil. Tolle Leute, die man hier jetzt in Haufen Gilden und überall kennengelernt hat. Und es wäre eigentlich schade, wenn das Ganze jetzt irgendwo zu Ende geht. Dann müssen wir uns wirklich ein neues Spiel suchen und spielen wir alle Blubby Wolly oder sowas zusammen. Und müssen halt dort uns der Community widmen. Aber das klingt ja gar nicht so verkehrt, was du erzählst, Daki. Also da sehe ich wirklich einen Lichtstreif am Horizont. Es ist Hoffnung. Ich hoffe, dass die Hoffnung nicht enttäuscht wird, wie meine Hoffnung, als damals eine Heilerin ins Game eingeführt wurde. Und wir zukünftig einen Hashtag haben, der da heißt Dekasachs, ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt und ich freue mich auch irgendwie drauf, weil es kann vielleicht auch neue Anreize im Game geben, genug Bugfixes und das wieder profitabel und clean machen. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, glaube ich. Jetzt ist so oft das Wort Hoffnung gefallen, das bringt mich jetzt leider nochmal zu diesem ernsten Punkt, den ich auch im Bericht geschrieben habe. Bei allem Spaß, den wir machen, sollten wir unsere Gedanken und aber auch Hoffnung Richtung Syrien und Türkei schicken. Ich glaube, das stimmt ihr beiden mir zu. Schlimm, was da passiert ist. Bei allem Spaß und Spiel, den wir hier haben, sollten wir sowas nie aus den Augen verlieren. Ich hoffe und ich denke viel an die Türkei und Syrien und hoffe, dass das Ausmaß an Toten da endlich ein Ende hat und wir noch ein paar Wunder erleben dürfen. Okay. Dem kann ich mich nur anschließen. Danke für die guten Worte dazu. Gerne, gerne. Ja. Daki, hast du noch was oder wollen wir uns verabschieden? Ich bin mit meinem Tara-Trauma durch. Also mit Tara sind wir durch, mit Insane sind wir durch. Daki, sind wir beide auch durch? Wir sind schon komplett durch. Also waren wir schon vor der ersten Folge, ne? Dann an die Gemeinschaft da draußen. Tschö mit Ö, sagen wieder Sir Elby. Dark Insane. Die beiden schreien zusammen. Wir verabschieden uns mit Musik. Ja, macht's gut. Ciao.